So, wir spielen weiter mit Blood Bowl 2. Schön, dass ihr dabei seid. Release Stream jetzt nicht mehr finanziell unterstützt. Zweiter Teil des Streams auf Twitch, weitere Videos auf YouTube. Nicht mehr vom Hersteller unterstützt. Weiterhin mit Daron von Weißenfels, von Sascha, einem unserer Community-Moderatoren und Experten für Blood Bowl 2. Und jetzt langsam auch für Blood Bowl 3. Liga kommt demnächst raus bei uns in der Community. Wenn man will, kann man sich jetzt schon anmelden und Interesse machen. Demonstrieren, Sascha. Genau, also erstmal schönen guten Abend nochmal und das mit der Liga, die aktuelle Blood Bowl 2 Liga läuft noch, ich muss jetzt nachgucken, ungefähr 6 Wochen und dann werden wir zu Blood Bowl 3 wechseln und dann schauen wir mal, was es bis dahin für Möglichkeiten gibt. In den ersten 1,5 Stunden haben wir ein Match gemacht, eine erste Halbzeit, Menschen gegen Orks. Da lagen wir zur Halbzeit 3-0 vorne, das haben wir jetzt mal abgebrochen, jetzt wollen wir mal was anderes ausprobieren. Jetzt würde ich gerne mal mit euch gemeinsam spielen mit einer Elfenunion, Celestial Comets, wählen wir ein Team mit einem sehr hohen Teamwert, zeigt schon mal, die haben sehr teure Einheiten, was in der Multiplayer-Liga schwierig ist, weil man die Einheiten kauft. Mit Geld oder mit Ressourcen und dann vielleicht nicht immer das Wunschteam sich sofort zusammenkaufen kann. Und wir treten an gegen eines der anderen vorbereiteten Standards-Teams und Sascha empfiehlt uns mal ein bisschen zu experimentieren und die Chaos-Renegaten zu nehmen. Und eines von deren Teams, die Chaos-All-Stars, gegen die treten wir ja an. Und bei den Match-Einstellungen sagen wir wieder, dass wir ohne Zeitlimit antreten wollen, damit wir schön tüfteln können gemeinsam. Geh nochmal zurück. Hm? Kannst du das Team nochmal wechseln von dem Gegner? Mhm. Weil da gibt es nämlich genau da drunter in der Reihe gibt es nämlich auch einen Teamwert 1300. Ah, das ist 1,3 Millionen. Da sind wir vergleichbar mit uns. Sehr gute Idee. Und da ist die Chance größer, dass einfach möglichst viele Modelle dargestellt werden. Die Chaos-Renegaten mit den Howling Hills Helions gegen unsere Celestial Comets. Viel Vergnügen, auf geht's hier. Viel Spaß. Welcome back, Sport. Kleines Filmchen zur Einstimmung. Im Chat werden wir gefragt, ob es auch sowas wie eine Story-Kampagne gibt. Das nicht, aber es gibt eine Kampagne, eine Solo-Kampagne, wo man ein Team allmählich coacht. Das verbessert sich dann, kann sich auch verschlechtern, wenn die eigenen Leute zu Tode kommen in irgendwelchen Spielen. Da tritt man gegen verschiedene Gegner an. Es wird eine kleine Geschichte erzählt. Es gibt sehr hübsche und sehr lustige Einspielfilme auch. Insofern, ja, gibt es im Prinzip auch. Aber Herzstück ist natürlich entweder skirmische Matches gegen die KI oder vor allem Multiplayer gegen Menschen oder wie auch immer. So, und hier. Ja, und wir sind geringfügig, Sascha, schlechter als die Gegner. Wir haben genau, aber für 10.000 kannst du nichts kaufen. Das geht nicht. Hier vorne gibt es die verschiedenen Kategorien: Spielerstars, Söldner, Anreize. Ich kann nur auf Bereit klicken. So, jetzt dürfen wir aussuchen. Möchten wir zuerst den Ball annehmen oder den Ball wegkicken? Ich würde ihn gerne annehmen. Dann haben wir es, weil wir spielen mit den Elfen und die Elfen können passen, können den Ball übergeben und können kluge Spielzüge machen. Das heißt, wir kriegen den wahrscheinlich auch aufgehoben, wenn er bei uns in der Nähe ist und können uns dann eventuell durch die Reihen der anderen hindurchschlängeln. Ich würde gerne den Ball annehmen. Ja, ich würde es allein die meisten bevorzugen, den Ball erstmal dem Gegner zu geben, aber weil wir in unserem ersten Spiel den Ball schon gekickt haben, würde ich jetzt auch mal an der Abwechslung halber den Ball annehmen. Das machen wir. So, und jetzt müssen wir unsere Offensivreihen positionieren. Den Fänger natürlich weiter nach hinten. Wir können aber nicht starten, weil einer muss noch in der Mitte stehen. Einen wirklich starken und immer vorne hinstellen könnten haben wir nicht. Wir haben keine überstarken Blocker. Wir können nur einen Lineman in die Mitte stellen. Immer verschiedene Linemans. Wir können die beliebig auf die Startlinie verteilen. Du musst nicht unbedingt einen genau vor den
Minotaurus stellen. Das heißt, so hätten wir die Möglichkeit, uns eher hindurchzuschlängeln an den Kollegen. Genau. Und die haben ihre ja auch schon fix positioniert. Das heißt, wir reagieren da drauf. Die Werfer eher nach hinten, Fänger eher weiter nach vorne. Das ist ein Stück zu weit. Wir wollen uns ja hindurchschlängeln gleich. Wir gucken mal, wie viele Fänger und Werfer wir haben. Das ist ein Blitzer. Das ist ein Werfer. Den hätte ich auch eher weiter hinten, denn wir wissen noch nicht genau, wo der Ball landet. Zwei müssen wir links hinstellen. Dann machen wir einen Werfer nach halb links. Einen Werfer nach halb links hier vorne. Nach halb rechts hier im Hintergrund. Ein Lineman, einen Fänger. Fänger weiter nach vorne. Das ist eigentlich eine gute Position. Haben wir noch einen Fänger? Noch einen, den würde ich gerne hier hinstellen. Wir können nach vorne laufen. Dann haben wir zwei Fangoptionen. Da drei Linemans, drei Allrounder. Und den Werfer würde ich gerne in die Mitte. Wir haben nur einen Werfer. Den stellen wir in die Mitte. Nee, denn links davon steht noch ein Werfer. Ah, wunderbar. Ach, das war ja stimmt. Die hatten wir so positioniert. Und dann stellen wir noch einen Lineman hier in die Mitte hin. Die verteilen wir so ein bisschen hier am Rand. Versperren die Wege, wenn gleich jemand durchläuft. Und der in der Mitte. So würde ich es machen. Sieht das vernünftig aus? Ich würde vorschlagen, die Fänger mit den Linemen, die dahinter stehen, zu tauschen. Weil es gibt ein Anstoßereignis, wo der Gegner seine Verteidigung neu positionieren kann. Und der Fänger ist schnell genug, um trotzdem weit nach vorne zu kommen. Okay. Aber wir wollen nicht, dass der Fänger frei geblockt werden kann. Abspeichern können wir das, glaube ich, in Trainingsmatches nicht. Ich glaube, das kann man nur in der Kampagne. Da kann man sich sowas merken. Hier wird es, glaube ich, sich automatisch gemerkt. Ja, es gibt die Möglichkeit für die Teams im Teammanagement-Menü solche Formationen zu speichern, festzulegen und zu speichern. Aber für dieses Match haben wir alles uns jetzt so gemerkt. Aber nicht innerhalb von dem Match, nein. Alles okay so, eine Runde weiter und Daumen drücken. Und der Troll kickt. Begeisterte Fans. So, jetzt wird gewürfelt und falls wir ein besser Ergebnis haben, bekommen wir einen Sonderbonus. Oh, das muss man schnell übersetzen. Maulwürfe. Das ist für beide Seiten schlecht, ne? Eventuell. Genau, das heißt, der Acker, wir spielen, der Rasen ist ein Acker und die Maulwürfe haben umgegraben. Und wenn wir einen Eilewurf machen müssen, jeder von uns und auch vom Gegner fällt schon bei einer 67, hat nur noch eine 67% Chance und keine 83% Chance mehr. Das sind alle Ereignisse, die überhaupt möglich sind. Die kann man sich aufrufen lassen, indem man unten klickt auf, was war's? Auf K, ne? Ne, auf Match-Modifikationen, auf K. Das ist das Lexikon der Match-Modifikationen. Die gibt's in verschiedenen Kategorien. Das war ein Anstoßereignis. Also müssen die Maulwürfe hier irgendwo stehen? Nee, das ist die 6 begeisterte Fans. Das ist in diesem, wo die. Das ist in der Mitte das Rote. Ja. Und dabei gibt es dann noch eine Untertabelle, wo die dann gewürfelt wird. Das heißt, da, ja, aber da kann man nicht nochmal draufklicken. Und das löst dann hier Maulwürfe unter dem Platz aus. Das ist gerade passiert und da wird es dann nochmal erklärt. Okay. Das heißt, wir versuchen eine, und das gilt bis zum Ende der Partie? Für die Halbzeit. Für die Halbzeit. Für uns doof. Bis zum Ende der Halbzeit. Wir leben davon, dass wir sehr elegant sind. So, und wo ist die Pille gelandet? Uns geschieht schon nichts. Wir haben die Pille sogar. Ja, der ist auf uns draufgefallen und wir haben ihn gefangen. Also viel besser geht's gar nicht. Der könnte den Ball überlaufen und übergeben. So, an jetzt muss ich mal kurz einhaken. Für die, die das Blood Bowl 2 Spiel schon kennen, da konnte man loslaufen und danach noch Aktionen wie Ball übergeben und passen auswählen. Bei Blood Bowl 3 muss man das machen, bevor man losläuft. Genau wie bei der Blitzaktion muss man im Vorhinein ankündigen, bevor man auch nur irgendein Feld gelaufen ist, dass man den Ball übergeben oder passen möchte. Falls jetzt haben wir die Werfer weiter hinten stehen, hätten wir die vorne stehen, dann könnte der zu einem Werfer hinlaufen, könnte dem in den Ball geben. Er könnte ein Stück laufen, könnte dann passen, zum Beispiel. Ne? Aber jetzt können wir höchstens, also ich denke mal laut nach mit dem Lineman, der hat den Ball,
könnten wir, wenn wir hier aktivieren, Ballübergabe und ihn nach vorne bringen zu einem anderen Lineman. Und er könnte dann loslaufen, ganz weit nach vorne, links in die Ecke, und die anderen würden versuchen, um ihn herum ein Bollwerk zu bilden, ne? Du kannst ihm natürlich auch einem Werfer den Ball geben, ja, und die nach vorne laufen und erst nächsten Zug passen. Weil wir kommen ja in einer Runde eh nicht auf die andere Seite zur Touchdown-Zone. Und hier haben wir mehr Leute, die uns umzingeln können. Das heißt, mit... Er aber würde trotzdem erst bewegen, bevor du einen Würfel würfelst. Weil irgendwas ja schief gehen könnte. Das genau. Heißt, den Werfer ziehen wir nach vorne. Er übergibt ihm dann den Ball. Und dann versuchen wir ihn mit einem Käfig um ihn herum zu bilden und ein paar Leute aber schon den Fänger schon weiter in die gegnerische Hälfte reinzuziehen. Ja? Also probier es aus. Das heißt, wir ziehen erstmal mit dem Werfer. Bis hierhin sogar. Schafft er nachher bis hierhin zu laufen? Ja, sollte er schaffen. Mit ihm ziehen wir hierhin. Ich würde ein Feld weniger laufen. Zu spät. Und jetzt mit dem... Jetzt ziehen, wollen wir erst mit allen anderen uns schon mal richtig hinziehen. Den Fänger, den ziehen wir schon mal weiter nach vorne hin. Ja, aber du kannst erstmal den Lineman, der zwei davor steht, erstmal aus dem Weg wegbewegen. Damit der nicht ausweichen muss. Nach vorne. Dann muss er nämlich gleich nicht würfeln. Jetzt ziehen wir ihn auch nach vorne und den Fänger. Hier muss man auch berücksichtigen, den sollte man ermöglich kalt so positionieren, dass der Wurf gleich nicht über einen Feind drüber erfolgt. Dann gibt's dann wird nämlich gewürfelt, dass der Feind eventuell hochspringt und sich den Ball schnappt. Das heißt, wir sollten den möglichst gerade irgendwo hinstellen, also hierhin zum Beispiel. Ja, aber der Feind bewegt, oder dein Gegner bewegt sich ja eh gleich, da stehen sie eh woanders. Wir haben 8 Bewegungspunkte, also für den Fall, dass alles perfekt läuft und dass er gleich den Ball bekommt. Er hat ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis hier oben. Wir könnten ihn eins vorher sogar noch hinziehen, aber dann wäre er hierhin, weil dann kriegen wir es vielleicht eher hin, aber dann ist es auch kein Kurzpass wahrscheinlich, wird nicht klappen. Ja. Wir könnten es mal versuchen, weil Kurzpass ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert eher. Ich ziehe ihn trotzdem mal hier hin. Ja. Einmal hier vorne hin. Pult Porky, Waldfee, Wurmfarmer Eddie, Riddick, Hicka, Bela Jung und alle anderen. Vielen Dank für eure zahllosen Abos. Danke euch allen für die Unterstützung hier. So, und jetzt erstmal mit den anderen auch schon mal nach vorne ziehen, falls was schief geht. Noch ein Werfer. Positionieren wir, jetzt müssen wir mal einen Moment uns überlegen. Noch einen Fänger können wir nach vorne stellen, noch einen Lineman. Aber falls das schief geht, sind wir froh, wenn ein paar Leute auch hinten bleiben. Den Fänger würde ich gerne nach vorne stehen, aber der kommt hier nicht an Feinden vorbei. Das heißt, der muss auch einmal Platz machen. Kann natürlich auch nach hinten laufen, ne? Habe ich jetzt allerdings noch nicht gemacht. Den Fänger positionieren wir auch ein Stück nach vorne. Ja, lieber hierhin, falls das geht. Hierhin. Ohne ausweichen. Einmal hier hin. Aber wohl, dann kann der andere doch einmal hier hin. Vielleicht machen wir nachher was mit. Wir wissen nicht, wie viele der Fänger gleich einsatzbereit ist. Einmal 2 Anspieloptionen. Jetzt wollen wir verhindern, dass alle Leute, das müssen wir daran denken, ein paar Leute müssen gleich auch um den herum stehen. Die müssen ihn ein bisschen unterstützen. Ich würde auf jeden Fall einen von den beiden Gegnern, die vor dir stehen, würde ich gleich wegblitzen. Das heißt, ihn stellen wir einmal hier vorne hin. Und der Blitzer kann gleich versuchen, ihn auszuschalten. Ja, das wäre ein 1 zu 1. Also ein Einwürfelblitz. Nee, das wäre doch ein Zweier hier. Weil da 2 Leute neben ihm stehen. Wir den gleich angreifen. Ja, aber der andere Gegner steht ja auch bei dir drin alleine. Das heißt, er würde dann auch unterstützen. Das habe ich nicht verstanden. Bitte nochmal. Du hast ja jetzt einen Positiv-Assist für dich. Genau. Durch den du jetzt hingezogen hast. Ja, also wenn ich mir. Es geht um den Fall, dass der Blitzer den hier angreift. Genau, aber wenn du einen Meter nach vorne gehst, steht ja neben seinem ein Teamkamerad. Ah, okay. Der hilft dann quasi seinem Teamkamerad. Alles klar. Das heißt, wir müssen noch jemanden haben, der bei ihnen steht.
Oder du läufst einmal um die ganzen Leute rum und blitzt ihn von der Seite. Von. Also, dass ich hier hinziehe und dann versuche, von hier aus zu blitzen. Ja, oder rechts davon. Weil entscheidend ist, dass neben uns gerade nur einer steht. Das heißt, hier könnte ich versuchen, gleich hinzuziehen oder hier hinzuziehen. Aber erstmal muss es mit der Ballübergabe funktionieren. Den Werfer stellen wir auch ein bisschen dichter ran. Genau, da würde ich ihn hinstellen, ja. Und dann einmal rechts noch einen, den würde ich gerne so positionieren, dass irgendjemand, dass die ein bisschen ausgebremst werden. Ja, dann oder stellen sie Raum. In den Weg. Vielleicht so. Das wird schon reichen. Dann könnte hier unten schwer jemand durchlaufen. Einmal quasi diese Zone hier gleich unterstützt. Ein Feld drumherum. Einmal hier hin. Dann sollte gleich auf jeden Fall deine Aktion gelingen, weil jetzt steht unser Ballträger natürlich ganz weit offen im genau. Scheunentor. Das heißt, der Ballträger, das ist der Werfer. Das heißt, mit ihm gehen wir jetzt auf Ballübergabe. Und sagen, Ballübergabe muss zu ihm erfolgen. Ja, aber ich würde, du hast ja 6 Felder Bewegung, stell dich links unterhalb von dem Werfer. Also quasi jetzt noch mit dem Pfeil ein Feld nach links. Ja, aber. Also hierhin? Ach, nee, noch hier. Ein Feld weiter links. Hierhin? Genau, weil dann bildest du quasi eine Käfigecke mit dem, der den Ball übergibt. Sobald er den Ball los ist, kann er ja die Käfigecke bilden. Aber sollte ich nicht lieber rechts eine Käfigecke bilden? Als links? Ja, links stehen auch. Ach, nee, du hast ja links zu wenig Leute, rechts stehen ja genug eigene. Der Blitzer bewegt sich ja gleich da weg. Weil der Blitzer sich gleich bewegt, alles klar. Der zieht gleich ein Feld vor und dann fehlt ja einer. Da hast du recht, okay. Einmal hier hin. Jetzt kommt die Ballübergabe auf den Kollegen hier. Wahrscheinlichkeit 83%, dass das Ganze klappt. Nur eine 1. Dann machen wir lieber Teamwiederholungswurf. Ja, der ist jetzt wichtig. Gut, jetzt ein 6, ist er da eben? Und jetzt bleiben wir auch drin. Hätten wir den Teamwiederholungswurf nicht genutzt, da hätten wir auch die Aktion hier jetzt nicht machen können mit dem Blitzer. Das heißt, wir klicken einmal auf Blitzen und uns zeigen, wie wir blitzen wollen, nämlich den Kollegen hier vorne. Bestätigen das einmal. Jetzt ziehen wir mit ihm hier hin. Dann müssen wir nirgendwo ausweichen. Da haben gleich 2 Würfe. Weil 2 von uns von ihnen angreifen und nur und der hinter ihm steht, der wird nicht mitgezählt. Weil der nicht genau, neben uns steht, sondern neben, nicht ihm. Neben ihm. Jetzt klicken wir ihn an, jetzt haben wir die 2 Würfe. Daumen drücken, dass es klappt. Wir haben einmal ein Ergebnis Verteidiger stolpert, einmal das Ergebnis Angreifer aus. Wir hätten noch einen Wahlwiederholungswurf, den mache ich nicht. Der Verteidiger stolpert ist reicht, toll. Weil der Gegner hat ja kein Ausweichen. Dann schmeißt ihn nach hinten. Damit wir also davon durchlaufen weg. Können. Nee, nicht, wir würden dann das andere Feld nehmen. Warum? Na gut. Weil er dann von. Man sollte verhindern, ihn Richtung Ballträger zu schieben. Ach so, weil wir noch hier unten sind. Ich war in Gedanken ja. Schon damit. Alles klar, du hast recht. Dann machen wir den. Ja, jetzt ist egal. Jetzt musst du aber auf jeden Fall nachrücken. Jetzt hat es gerade nicht geklappt, ne? Ah nee, ich bin schon eins weiter. Ach, da gibt es keine Wiederholung für. Dann müssen wir jetzt auf Nachsetzen gehen. Schade, ist unser Blitzer. Steht da neben jemand? Ja, aber der ist recht fähig. Das hat funktioniert. Ja, jetzt können wir nochmal ziehen. Aber ja, wir könnten ein Feld runterziehen. Dann müssen wir einmal ausweichen. Wahrscheinlichkeit. Nee, brauchst du nicht. 67% ist mir zu wenig. Dann bleiben wir lieber hier oben stehen. Weil er kann ja auch nicht über den eigenen Kollegen. Ja, also ja, du könntest darüber springen, aber das lass mal jetzt mal sein. Was ich nicht verstehe ist, dass das Ausweichen bezieht sich auf den links davon, ne? Genau. Der noch steht. Weil du stehst in einer gegnerischen Tackle-Zone, also musst du würfeln. Mhm. Und weil du auch in eine gegnerische Tackle-Zone, ist jetzt zufällig der gleiche, dodgen, ausweichen möchtest, ist es um 1 erschwert. Eins verstehe ich nicht, wenn wir hier unten hinziehen würden, warum müssten wir hier unten nochmal würfeln? Ja, weil du dann aus einer, weil du dann, du stehst ach ja, so, wenn du jetzt ich ziehe Feld rein in die Zone stehen. Und wieder raus, alles klar. Dann bleiben wir hier stehen. Das heißt, das war's, ne? Eine Runde weiter. Mit ja, du kannst noch mit dem, der jetzt vor dem Mino Towers steht, kannst du noch ausweichen.
Darauf oder möchtest du dich verhauen lassen? Achso, weil der Große sonst gleich zuschlägt. Ja. Dann ziehen wir einmal von den beiden Dicken weg und versuchen ihm sogar hier noch beim Käfig zu helfen, ne? Genau, das kannst du nämlich jetzt machen. So. Wunderbar. Und jetzt eine Runde weiter. Jetzt hier ziehen unsere Gegner. Die Typen haben wir noch gar nicht so richtig gewürdigt, die bei denen mitspielen. So, du siehst jetzt, du wurdest geblockt. Mhm. Und du hast jetzt eine Fähigkeit, dass du das Feld aussuchen kannst, in das du geschoben werden möchtest. Ja, dann natürlich in Nähe, das ist mein Blitzer, in die Nähe von dem unserem Werfer hier, ne? Genau, zum Beispiel, ja. Kannst du mal die Typen jetzt auf der Gegenseite ziehen, die Spielertypen? Mal kurz sagen, wer das hier was ist. Die meisten davon sind menschliche Linemen, die du auch schon hattest, aber du siehst auch einen Ork. Irgendwo gibt es hier wahrscheinlich einen Rattenmenschen, der steht rechts hinter dem Troll. Der hier hinten, da ist einer. Ein Skaver. Ein Rattenmensch. Irgendwo gibt es vielleicht auch einen Dunkelelfen. Das hier vorne sind menschliche Linemans. Der in der Mitte ist ein Minotaurus. Kann gar nicht passen. Passfähigkeit ist ganz weg, ne? Ja. Sind also wirklich hochspezialisiert. So, wir sind wieder dran, ne? Wir sind wieder dran. So, jetzt haben wir hier vorne den Ballträger. Und das ist ein Werfer. Bevor wir werfen, aber wir gucken schon mal, was wir machen können. Hier vorne ist ein Fänger. Wenn der den Ball bekommen würde, hier vorne hin, dann müsste der nur noch ihn oben hinbringen. Wir könnten vorher noch irgendwie mit anderen Einheiten hin und her ziehen, für den Fall, dass es schief geht, ne? Genau. Ich könnte ihn auch mit links anklicken. Die Wahrscheinlichkeit des Passens. Ich muss die Aktion noch nicht durchführen. Jetzt sehen wir 67%, dass das Passen klappt. Und da steht ein Gegner im Weg, der den Ball... Der hier. Der wird versuchen, reinzuspringen. Der steht ein Feld daneben. Das heißt, es wäre ganz klug, aber der hat eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass er das schafft, ne? So, du siehst jetzt hier 2% Zahlen. Das ist auch ein Unterschied gegenüber dem Blood Bowl 2. Bei Blood Bowl 2 gab es ja nur die Chance, dass er den Ball entweder fängt oder nichts passiert. Jetzt gibt es noch eine dritte Möglichkeit, und zwar, dass er den einfach nur quasi so abfängt, dass er zu Boden fällt. Das ist dieses Eingreifen. Das ist dieses Eingreifen. Ja, das ist zweimal eine 17% Wahrscheinlichkeit, dass er erfolgreich eingreift. Ja. Und wir haben eine 2/3 Wahrscheinlichkeit, dass der Pass klappt, dann hat der Feind quasi eine 1/3 Wahrscheinlichkeit, dass es dann nochmal schief geht. Und dann haben wir noch eine 4/5 Wahrscheinlichkeit, es fangsicher. Wir könnten versuchen, den hier dazwischen, diese 1/3 Wahrscheinlichkeit rauszunehmen. Aber du kannst aber auch vorher laufen und dann werfen. Ah. Du musst nicht von dem Feld werfen, wo du jetzt stehst. Das muss ich vorher, aber ich muss vorher Passenaktivierung einschalten, damit das klappt. Du musst quasi den... Du musst sagen, du möchtest passen. Du musst sagen, auf wen du passt. Und dann kannst du aber noch laufen und dann erst passen. Ich könnte sogar Ballübergabe. Aber das ist wahrscheinlich genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie passen bei einem Fänger, ne? Bei einem Werfer. Weil für beides ist nee, ja... Nee, eine Ballübergabe gelingt immer. Also, du musst da nicht für den Werfer würfeln, ob der Pass überhaupt ankommt. Du hast einen Würfelwurf weniger. Dafür kriegst du weniger Starspielerpunkte. Oh, das habe ich nicht kapiert. Also ich muss doch für eine Ballübergabe muss ich ja zu ihm hinlaufen. Und muss neben dem Fänger stehen. Oh, bei einem Pass gibt es ja zwei Wahrscheinlichkeiten. Einmal, dass der Pass von dem Werfer überhaupt losfliegt. Genau. Das Passen. Und dann gibt es das Fangen. Aha. Bei der Ballübergabe gelingt das Passen automatisch. Jetzt weiß ich, was du meinst. Das heißt, es wird auch gewürfelt, aber es wird halt nur einmal gewürfelt und nicht zweimal. Genau. Und deshalb ist die Ballübergabe, wenn das auf denselben Wahrscheinlichkeiten basiert, und das sollte ja, denn das basiert ja, glaube ich, auf der Agilität, ne? Das Passfähigkeit ist bei 2, Agilität zeigt
Bei dem ist es jetzt identisch. Und bei ihm hier vorne, Ballaufnahme ist, glaube ich, auch der Agilitätswert entscheidend, ne? Also, genau. Das heißt, es ist, weil dann die Werte gleich hoch sind, können wir sagen, wir nehmen einen Würfelwurf weg und versuchen es mit der Ballübergabe. Genau, da würde ich noch den Fänger, der da im Weg steht, wegbewegen. Da kannst du nämlich, weil sonst musst du mich würfeln. Oh ja. Und zieh mit ihm mal. Wirklich neben den Fänger, auf den du werfen möchtest. Oder auf den du passen möchtest. Weil? Weil wenn das Fangen nicht gelingt, kann es ja sein, dass er dann auf den Fänger quasi. Ist zwar unwahrscheinlich, geht, aber möglich. Hm? Können wir noch mit irgendeiner Einheit irgendwo aufstehen? Der einen soll man noch sicherheitshalber mit den anderen einmal ziehen. Ich denke ja. Einmal ja, in die Nähe. Immer erst bewegen, bevor du würfelst. Also falls ihr nicht fangen kann, kommen wir leider hier, kommen wir nicht in die Nähe hin. Wir können nur. Der ist zu weit weg. Aber wir könnten mit ihm hier vorne, mit dem Werfer, könnten wir auf das Feld. Der steht aber auch bei einem Gegner drin. Der steht auch an einem vorbei. Da kommen wir eigentlich nirgendwo hin. Dann würde ich nirgendwo ein Risiko eingehen. Das heißt, wir ziehen einfach mit dem Werfer. Aktivieren wir die Ballübergabe. Muss erstmal da die 1 quasi, genau. Erstmal die 1 deaktivieren. So, ja, genau jetzt. Jetzt die Ballübergabe, dann auf den Ball, dem wir den Ball geben wollen, wahrscheinlich auch schon anklicken. Ja, können wir machen. Oder wir machen es einzeln. Das heißt, so haben wir das aktiviert. Hat das geklappt? Ich glaube ja. Und jetzt ziehen wir hier vorne hin. Und dann sollte man da übergeben können, oder? Müsste eigentlich klappen. Einmal hier vorne hin. Und jetzt die Ballübergabe. 83%, dass es funktioniert. Und weil du auf einen Fänger übergibst, hat der ja automatisch mit dem Fangen Skill einen Wiederholungswurf für das Fangen. Aber es hat auch so geklappt. Und jetzt müssen wir mit ihm nur noch durchziehen. 8 Bewegungspunkte. Er braucht keine Eile. Touchdown ist eine sichere Geschichte. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt müssten wir auch eine andere Art von Cheerleadern sehen. Nämlich einen elfischen Cheerleader. Mit Punk-Frisuren. Ja, das ist die Elfenunion, die haben viele diese Punk-Frisuren. Einmal Waschmaschinen-Effekt, alles dreht sich einmal. So, 1-0 und Gegenzug jetzt.